Hi, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chrono Trigger. Wir haben noch eine ganze Menge rumsuchen, ganze Menge Zeit, in die ich in rumsuchen investiert habe. Ist das jetzt ein deutscher Satz? Ich glaube schon. Haben wir endlich den Weg in den Thronsaal gefunden, indem wir das Amulett bei Metamorphosis aufgeladen haben. Jetzt bin ich sehr gespannt, was das hier für Figuren sind. Ich wette, irgendwer ist Magus. Die Königin sagt, wer seid ihr? Wie seid ihr hier reingekommen? Prophet sagt, Eure Majestät, das sind die Unheilsbringer, von denen ich euch gewarnt habe. Wie bitte? Wollt ihr euch etwa auch in meinen Weg stellen, Fremdes, so wie die drei Weisen? Narren allesamt, Dalton, ergreif sie! Mit Vergnügen, eure Majestät. Oh, den haben wir ja schon kennengelernt. Golem! Oh. Ich hoffe, den kriegen wir hin. Ich habe nämlich ewig nicht gespeichert. Glaube ich. Okay. Da hilft nur erstmal Blitz drauf. Nice. Mhm. Kopiert eine Lichtfertigkeit. Feuerschlag? Ja, definitiv. Du kannst mal einen Wuchthieb raushauen. Der hat Saß. Okay. Er macht immer Imitation. Also. Oh, shit. Ja, das wird eine... Oh nein, es wird nicht eine Wiederbelebung. Jetzt habe ich auch noch Chrono geheilt. Jetzt wird es eine Wiederbelebung. Goddammit. Aua. Machen wir mal normales Feuer heraus. Reicht's? Gerade so. Jetzt muss ich echt die Zeit an den Heilen stecken. Wir haben ja genug Heiltränke, theoretisch. Müssen Robo wieder hochholen. Ja, ich hätte jetzt auch die Fähigkeit von Chrono benutzen können, aber wollte ich nicht. So. Komm schon. Lass ihn stehen. Oh. Na, der nächste Dauerangriff killt wieder alle. Ja, genau das meine ich. Ist doch scheiße. Und das war's. Goodbye. Keine Angst, ich werde euch nicht töten. Zumindest vorerst nicht. Okay, vielleicht können wir den Kampf gar nicht gewinnen. Erst sollt ihr jede erdenkliche Art von Schmerz und Furcht erfahren, als Strafe für euren Frevel, meine Pläne durchkreuzen zu wollen. Wenn ich mit euch fertig bin, werdet ihr darum betteln, Entschuldigung, dass ich euch von euren Qualen erlöse. Hohoho, was für ein köstlicher Gedanke. Oh Mann, was für eine dumme... Janus sagt... Pah, Idioten! Was hast du vor, Sarah? Wir sollten ihnen helfen. Ich glaube kaum, dass uns das nützt. Außerdem gerätst du in große Schwierigkeiten, wenn jemand herausfindet, dass du sie entkommen lassen hast. Mach dir um mich keine Sorgen. Mir passiert schon nichts. Vielleicht vermögen diese Fremden ja, die Weißen zu retten. Geht es euch gut? Schnell, ihr müsst aus dem Palast fliehen, sagt Sarah. Und wenn ihr es könnt, dann befreit bitte den Weisen des Lebens. Wo ist er denn? Der Weise des Lebens ist auf dem Klageberg verbannt worden, weil er sich den Plänen unserer Mutter widersetzt hat. Ich flehe euch an, ihr müsst ihm helfen. Ich fürchte, das kann ich leider nicht zulassen, sagt irgendjemand. Oh oh. Der Prophet. Ich bin es satt, dass ihr mir ständig dazwischenfunkt. Ich werde euch hier und jetzt ein Ende bereiten. Es ist Magus, es muss Magus sein. Nein, tu das nicht! Aufhören, sagt Janus. Pff, also gut, ich werde sie verschonen. Aber im Gegenzug wirst du mir helfen, Sarah.
Und ihr werdet mir erklären, wie ihr hierher gekommen seid. So, so, von hier kamt ihr also. In Ordnung, Sarah. Sobald ich sie hineingeworfen habe, versiegelst du das Portal. Niemals! Tu, was ich sage, und ihre Leben sind verwirkt. Jetzt bin ich echt gespannt. Also gut. Okay. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir hier wirklich fertig sind. In welcher Zeit wir auch immer sind. Ich bin jetzt echt... Verzeiht mir, sagt Sarah. Echt gespannt, wie es weitergeht. Kann mich auch nicht mehr wirklich erinnern von meinem 10 Jahre alten Playthrough oder noch länger. Das klingt... Der Prophet hätte uns töten können, wenn er gewollt hätte, sagt Luca. Sie haben sich in jeder Zeit Lavos Energie zunutze gemacht. In jener Zeit. Es muss dort daher auch einen Weg geben, ihn zu vernichten. Wartet, sagt Luca. Dieses Wappen auf der Tür, das wir mit dem Amulett öffnen konnten, das ist uns doch schon woanders begegnet, oder? Oh ja. Hier zum Beispiel, ich erinnere mich. Ich habe aber noch andere Stellen, ziemlich sicher. Vielleicht finden wir so einen Weg, nach Ziel zurückzukehren. Brechen wir auf, Chrono. Vielleicht ist das ja die gleiche Tür. Und hier ist jetzt... Okay, das ist versiegelt, ja. Sind wir wieder? Ja, sind wir. Zurück am Tyrannokrater. Okay, dann würde ich sagen... Let's roll. Yep. Nice. Da mussten wir doch dann so reinspringen. Genau. Runterspringen, na klar. So, gucken wir mal, ob wir neue Möglichkeiten haben. Das ist zum Lynn-Platz vor im Jahrtausend. Nope. Ich glaube nicht, dass wir neue Möglichkeiten. Prometum im Jahr 2300. Ja, das kennen. Da müssen wir wahrscheinlich hin. Medina im Jahr 1000. Nope. Und Trusmassiv im Jahr 600. Nee, nee, nee. Ah, da sind die anderen. Die sind voll. Was war das hier? TP und MP vollständig regeneriert. Das ist schön. Wir können definitiv mal speichern. Hast du neue Tipps? Oh, wie ich sehe, wart ihr im Königreich der Magie. Jetzt, da das Portal versiegelt ist, braucht ihr etwas, mit dem ihr euch frei wie ein Vogel durch die Zeit bewegen könnt. Einst gab es jemanden, der ein solches Gerät zu bauen versuchte. Doch fürchte ich, dass seine Besessenheit an Besessenheit grenzenlose Hingabe ihm den Verstand gekostet haben muss. Okay. Ja, frei wie ein Vogel durch die Zeit wäre natürlich toll. Aber, Hast du neue Tipps, Junge? Was wollt ihr von mir? Braucht ihr einen Trainingspartner? Nope. Ich bin allzeit bereit. Nicht umsonst mit mir den Meister der Kriegskunst. Sagst du. Ändere mal wieder die Gruppe, because... I think it's funny. Na dann ab in die Zukunft. Ja. War jetzt diese komische Tür. Oh je. Ziemlich sicher war hier ein drin. Ich bin auch ziemlich sicher, dass es mehrere waren. Nein, das ist die Fabrik. Jetzt sind wir auf jeden Fall da, wo wir hin wollten. Hoffentlich. Geil. Okay. Und sieht noch ein Sibylline Secret Room aus. Was gibt's? Verführerisches Top. Nein.
Nein. Keine Ahnung, es scheint irgendein anderer Gegenstand zu sein. Starkäther. Zauberbörse. Und jetzt? Was soll ich davon haben? So. Welches war jetzt der Aristom? Mal gucken, ob nicht... Doch, ich glaube, hier war eine Tür unten bei diesem Schalter, wenn ihr euch erinnert, wo wir den Riesenroboter getroffen haben. Also da runter. Ja, genau hier. Nein. Bin wirklich nicht mehr sicher, wo die Türe war. Doch bei der Versiegelten irgendwo. Also hier rein. Lange her, dass wir hier waren. Da ist die Statue. Hier auch nicht. Jetzt bin ich völlig irritiert. Wir wollen dich gar nicht mehr fangen. Ist lange her, dass wir den Code gebraucht haben. Tja, dann muss ich wohl hier drüben suchen. Da ist er, na endlich. In den Tiefen des Dungeons vergraben. Sollten wir das Ding jetzt aufkriegen? Jawohl, das sieht doch gut aus. Okay, wieder nur Kisten. Was ist das hier? Kraftkapsel, gerne. Jederzeit. Lichtrobe. Nehmen wir erstmal alles mit, was hier so liegt. Elixier. Präzisionsring. Gold. Kreole. Whatever. Nein. 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 Da ist eine Goldkreole. Trefferpunkte Maximum plus 50%. Wow. Okay, wer hat die schwächsten Trefferpunkte? Marle, ne? Oder Ayla? Luca tatsächlich. Stufe 27. Marle ist auch 27. Ne, dann ist Luca. Okay. Das ist halt einfach viel zu gut, um es nicht zu benutzen. Ich habe immer noch den Tempogürtel. Ich möchte nur geschwind reinschauen, was wir so haben. Präzision plus 10 ist natürlich auch cool, aber meistens treffen wir ja. Nee, sonst haben wir nichts wirklich Interessantes Neues. Wandelt Erfahrungspunkte in Gold um. Ah, das ist die Zauberbörse, okay. Lustig, aber wir haben nur wirklich keinen Mangel an Gold. Hier können wir die Lichtrobe benutzen. Das sind dann 109 und Magieabwehr plus 5 statt der Nebelrobe. Ist interessant. Was ist mit Ayla? Die hat immer noch die Rubinweste. Wow, das wäre ein dicker Fortschritt, ja. Ich glaube, dann kriegst du das. Und Marle hat auch eine Nebelrobe. Da ist das hier auf jeden Fall ein Rückschritt. Okay. Und sonst gibt es hier nur Boni, oder was? Hm. Ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass ich hier was finde, was mich weiterbringt. Na gut. Wir suchen weiter. So, wieder draußen aus dem Dungeon. Habe ich gerade den alten Mann angesprochen, um zu fragen, wie es dem Samenkorn geht. Und es scheint tatsächlich gekeimt zu haben. In der Zukunft, Vergangenheit, was auch immer. Wahrscheinlich beide Vergangenheit, die wir gerade eben erlebt haben im Magischen Reich. Ziele. Gab es ja auch so einen Baum. Ich frage mich, ob die irgendwie miteinander verbunden sind. Wahrscheinlich eher nicht. Gut, also jetzt gibt es eigentlich nur noch einen Weg, den ich hier nicht ausprobiert habe auf der Suche. Nach einem Vorankommen. Und das ist diese Kanalisation hier. Die haben wir letztes Mal... haben wir kurz reingeschaut auf Video? Ich weiß es nicht. Also hier geht es dann nochmal durch die Ruine 32, weiter darüber. Und wir flitzen jetzt mal in die Kanalisation. Ich bin gespannt. Oh,
Ein Speer. Uiuiui, Eidringlinge! Das muss ich sofort Fürst Crowley berichten. Okay. Wer immer Crowley ist. Steht so ein bisschen zu befürchten, dass die Gegner hier... Ja. Wahrscheinlich. Eher auf einem Level sind, als wir das erste Mal hier vorbeigelaufen sind. Eher nicht, als wir das erste Mal in der Zukunft waren. Und wir jetzt hier durchpflügen, aber gut, so ist es. Oha. Hier war eine Brücke, Quark. Ich schwör's, Boss, Quark. Und wo soll die bitte hin sein, Quark? Vielleicht ins Kino? Lüg mich nicht an, Quark. Schon wieder Kino. Aber es stimmt wirklich, Quark. Hm? Ich höre Schritte, Quark. Lass uns einen Schuh machen, Quark. Okay. Da geht's nur die Leiter runter. Bleiben wir mal auf dem Stockwerk hier. Hier sind wir reingekommen. Das sieht nach Gegnern aus, die wir fesch umgehen. Da muss man wenigstens fast nicht schneiden, weil eigentlich alles nach einem Schlag tot ist. Oh, da unten ist noch einer. Hm, 19 Schaden. Okilidokili. Hm, hier geht's auch nicht weiter. Habt ihr den Schalter gesehen? Hier? Nee, da kommt Licht rein. Scheint es der einzig sinnvolle Weg zu sein, ja. Na gut. Ich habe ein echt mieses Gefühl bei der Sache. Böser Ort sein, vorsichtig, sagt Ayla. Na gut. Eine Katze. Was ist das hier? Hier liegt ein Tagebuch. Auf der letzten Seite steht Folgendes. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Ich halte das nicht mehr durch. Diese Fischwesen greifen schon beim leisesten Geräusch an. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich lieber durch die Guillotine gestorben, als zu fliehen. Aber noch habe ich meinen Stolz. Ich werde mit einem lauten Kampfschrei untergehen. Okay. Weiter kommen wir hier nicht. Das heißt, wir müssen leise sein, huh? Hallo, Katze. Oh. Ich verstehe. Leise sein und so. 182 Schaden. Nur Luca hat so ein bisschen Probleme. Dann machen wir einfach Feuer. Das wird ja wohl reichen. Hey! Easy peasy. Ah, ich verstehe. Wenn man jetzt da dagegen läuft oder so, dann macht man wieder Geräusche. Okay, wir umgehen das. Ein Stück Käse liegt bestimmt euch zufällig hier. Ist das ein Speicherpunkt? Wahrscheinlich, aber wahrscheinlich weckt das Pling auch Gegner auch. Also gehen wir. Nee, nee. Ich glaube nicht, dass wir hier Probleme kriegen werden. Sollen das Muscheln sein, oder? 150 Lebenspunkte, oder was? Autsch. Da ist auch so eine Brücke, die nicht weitergeht. Hier links. Gar nichts. Das irritiert mich. Nach oben. Nein. Kommen wir hier durch? Nein. Hier geht's auch nicht weiter. Ah. Jetzt. Halleluja. Das habe ich jetzt echt eine Weile gebraucht, um das zu finden. Ich habe nicht gedacht, aber eigentlich sieht man ja, dass man da rein kann. Ja, und jetzt ist die Tür hier offen und das habe ich vorhin schon gefunden, da können wir uns hier hinten reinschleichen. Und jetzt sind wir durch, Halleluja. Ah, da sind die zwei Fröschchen. Sieht so aus, als müsste man nur diesen Schalter hier drücken, um die Brücke fährt aus, Quack. Dann drück ihn endlich, verquackt nochmal. Die sind lustig. Quack, ich komme nicht dran, Quack. Du bist eine Schande für die gesamte Froschheit, Quack. Hm, ich höre Schritte, Quack, lass uns einen Schuh machen. Sagt man das so, ha? In der Froschwelt. Okay, wir müssen irgendwie da runterkommen. Wahrscheinlich, indem wir hier schön außen rumgehen. Was bist du? Wutreif. Schauen wir mal. Plus 50% Konterchance. Ziemlich cool. Aber die Goldkreole rockt halt noch viel mehr.
Ich nehme mal wieder die Gruppe. Ich will mal wieder Froschi sehen. Was sind das für ein Viech? Es sind drei, eure Schleimigkeit, und sie sind fast schon hier. Das ist Fürst Crawley, der steht einfach so rum. Hm. Sie müssen lebensmüde sein, sich hier runterzuwagen. Ich werde sie lehren, was es heißt, sich mit Fürst Crawley anzulegen. Au ja, Chef. Lass sie einfach durch. Die werden ihr blaues Wunder erleben, wenn sie hier auftauchen. Ich mach Kleines aus denen. Sägespäne. Ach was, Sägemehl. Sag mal. Mui. Ich spare mir den Rest. Hä? Los geht's. Kick him in his ass, please. Schwert, Kataka, Katakarat. Feuer hinterher. Wow! Das war ein fetter Schlag gerade. Damit habe ich nicht gerechnet. What? Und das war's schon. Crazy Game. Rote Nadel. Du, Fertigkeit. Jetzt muss ich erstmal kurz heilen. Wer kann heilen? Du kannst schlecken. Schleck den Boss. Oh. Das war's mit dem Fürsten. So, und jetzt komme ich hier an den... Nein, noch nicht. Hier an den Schalter. Donnerschwert. Ich befürchte, wir haben schon was Besseres. Ja, deutlich. Okay. Jetzt könnten wir hier hoch. Machen wir einfach auch mal. Weil da oben ging es nur zurück, ne? Ja. Oh! Wo sind wir denn jetzt gelandet? Da geht's ganz raus. Jetzt möchte ich nochmal kurz gucken. Todeshöhle. Okay. Hier ist nochmal ein Dom. Wächterdom. Hm, jetzt bin ich sehr gespannt. Können wir die Maschine bedienen? Nein, können wir hier runter? Ja. Hi! Ich habe so schön geschlafen. Bitte stört mich nicht, sagt die seltsame Konstruktion. Das ist doch keine Konstruktion. Okay, wiederholt sich nur. Können wir es einschalten? Scheint nicht wirklich Strom zu haben. Oder so ähnlich. Aha, schaut mal. Gucken, wo wir hier jetzt landen. Wären wir also bisher auch noch nicht reingekommen. Hm? Wer hat jetzt nun gesagt? Öffner der Tür. Ich bin Gash, der Weise der Vernunft. Oh! Einst lebte ich im Königreich Ziele. Ja, ja, das weiß ich. Doch als eine große Katastrophe mein Land befiel, wurde ich in dieses Zeitalter geschleudert. Zu meiner Verblüffung stellte ich fest, dass Lavos nicht bloß ein Phänomen meiner Zeit gewesen war. Er scheint vor Milliarden von Jahren vom Himmel gefallen zu sein und grub sich tief in die Erde, wo er sich an der Energie dieses Planeten labte und erstarkte. Jetzt kriegen wir endlich mal ein paar Hintergrundinfos. Lavos Gestalt offenbarte sich für einen kurzen Augenblick, als ein mächtiger Magier namens Magus ihn im Jahr 600 heraufbeschwörte. Im Jahr 1999 brach Lavos schließlich zur Oberfläche durch. Nun haust er auf einem Berg, den ich Todeshöhle nenne. Oh, da hinten. Von dort schickt er unablässig seine Brut hinab, die Verderben über die Lande bringt. Lavos ist ein Parasit, ein gigantischer Schmarotzer, dessen Wirt der Planet selbst ist. Von dieser Warte aus habe ich Lavos beobachtet und studiert. Doch nun bin ich mit den Kräften am Ende. Seine geistige Unversehrtheit zu bewahren, ist ein schwieriges Unterfangen in einem Zeitalter wie diesem. Ein unmögliches Unterfangen, wie es mir scheint. Bevor ich daher vollends den Verstand verliere, habe ich beschlossen, diese Aufzeichnungen zurückzulassen. Zusammen mit meiner größten Erfindung. Oh, ich glaube, ich erinnere mich, was das für eine Erfindung ist. Oh, please. Seit ich hier bin, habe ich fieberhaft daran gearbeitet, in meine eigene Zeit zurückzukehren. Doch als sich mein Schaffen seinem Ende näherte, war auch mein Ende nah. Ich bin alt und gebrechlich geworden. Deshalb will ich mein Werk euch überlassen. Euch, die ihr die Tür geöffnet habt. Ergreift die Zügel der Zeit und vereint die Menschen der einzelnen Epochen. Denn nur dann mag es euch vergönnt sein, Lavos aufzuhalten.
Eure Aussicht auf Erfolg ist gering. Doch selbst eine kleine Chance ist immer noch eine Chance. Das Schicksal dieser Welt liegt in euren Händen. Öffner der Tür. Öffnet nur die letzte Tür und nehmt euch, was euch gebührt. Meine letzte große Schöpfung. Die Schwingen der Zeit. Oh yeah! There they are! Das muss Gashs Erfindung sein, sagt Luca. Das müssen sie sein, die Schwingen der Zeit. Na dann. Let's roll. Let's roll? Tja, keine Ahnung, vielleicht mit dem Computer da am Anfang? Ja. Oh, hi. Entschuldigt, ich wollte euch nicht erschrecken. Ich bin es. Erkennt ihr mich? Ja, ganz genau. Ich bin Gash. Ich habe all mein Wissen auf diese Konstruktion übertragen. Ich hoffe, sie gefällt euch. Es gibt da etwas, das ich euch erklären möchte. Mit meiner Erfindung könnt ihr nämlich andere Epochen besuchen. Mit X erscheint das Chronometer. Haha. Auf diesem müsst ihr dann nur noch die Schaltfläche des Zeitalters eurer Wahl wählen. Ach ja, richtig. Warum gebt... Was ist eingeschlafen? Warum gebt ihr der Zeitmaschine nicht einen Namen, bevor ihr aufbrecht? Ja, cool. Wir hatten schon Schwingen der Zeit. Fand ich eigentlich ganz gut. Aber wenn Luna vorgegeben ist, nehme ich Luna. Yep. Also dann nichts wie an Bord. Oh yeah. Ja, und ich würde sagen, an der Stelle machen wir einen Schnitt. Ihr wollt bestimmt genauso wie ich sehen, wie das Ding funktioniert, aber die Folge ist jetzt echt schon lang genug. Wenn es euch gefallen hat, drückt auf den Gefällt mir-Knopf und schaut in der nächsten Folge wieder rein. Da freue ich mich und wir geben Luna einen kleinen Spin durch die Welt. Alles klar? Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.